König Charles, nach Rassismus-Skandal will er Regel der Queen brechen. Never complain, never explain, diese goldene Regel von Queen Elizabeth, 96. Will König Charles, 74, scheinbar nicht beibehalten. Zumindest hat der Monarch auf einen rassistischen Vorfall bei einer Veranstaltung im Buckingham Palast schnell reagiert und will sich mit dem Ereignis auseinandersetzen. Wie die Mail on Sunday schreibt, wollen Charles und Ehefrau Camilla, 75, die betroffenen Gozi Fulani, 61, nun angeblich erneut in den Palast einladen, um miteinander über das Thema zu sprechen. Die Chefin einer britischen Wohltätigkeitsorganisation für afro-karibische Opfer hatte vergangene Woche nach einem UN-Event im Palast auf Instagram öffentlich gemacht, dass sie von einer älteren Dame wiederholt darüber ausgefragt worden sei, woher sie wirklich komme. Später stellte sich heraus, dass es sich dabei um die langjährige Hofdame der Queen, Lady Susan Hussey, 83, handelte. Hussey, eine Taufpatin von Prinz William, 40, entschuldigte sich anschließend und trat zurück. Aus dem Palast hieß es, das Geschehene sei inakzeptabel und zutiefst bedauerlich. Ein Sprecher von Prinz William erklärte, Rassismus habe keinen Platz in unserer Gesellschaft. In der britischen TV-Sendung Good Morning Britain erklärten Gozi Fulani am Donnerstag, sie wisse nichts von einer weiteren Einladung in den Buckingham Palast. Sollte diese aber kommen, würde sie sich gerne mit den Royals zusammensetzen, um den Vorfall zu diskutieren. Verwendete Quellen: Daily Mail, Co.uk, Twitter.com, Instagram.com.